Hallo liebe Gaming-Freunde und willkommen zum Casual Games Sunday, heute mit Super Smash Bros. Brawl. Ich habe heute jemanden dabei und zwar den Madin. Hallo. Ihr kennt ihn wahrscheinlich nicht, denn auf YouTube ist er nicht aktiv. Also falls jemand fragt, wie ist denn sein Kanal? Macht er Videos? Nein. Und hey, ich habe gar nichts gedrückt. So, jetzt ist Schwarzbild. Toll. Ich will das nicht gucken. Ich will selber spielen. Mit Madin. Jetzt. Start drücken. Genau. Super Smash Bros. Brawl. Ein Kampfspiel von Nintendo und hier gibt's so einige Sachen. Wir können Solo spielen, wir können aber auch als Gruppe spielen und wir sind ja eine kleine Gruppe. Ne? Ich habe das Spiel selber noch gar nicht so oft gespielt. Spezial-Brawl, was ist das denn? Erstmal auf Regeln, würde ich sagen. Auf Regeln, okay. Zeitlimit, nein. Versuche, Münze? Ach so, Versuche ist, wie viel Leben man hat. Okay, 3 Leben würde ich sagen, ne? Ja. Handicap lassen wir mal aus. Schadensquotient machen wir mal bei 1. Stage-Auswahl ist natürlich frei. Item-Regeln lassen wir, ne? Ja. Gut. Ist ja jetzt erstmal nur zum Training. Genau, aber was ich euch vorher noch mal zeigen wollte... Man kann hier auch Missionen erfüllen, Training machen, was das mit dem Stadion ist, weiß ich selber noch nicht. Und was ich noch gesehen habe, ich weiß gar nicht mehr, wo Trophäen und Aufkleber kann man sammeln. Option Daten, wo war das denn? Irgendwo konnte man auch seine eigenen Stages bauen. Ich weiß jetzt aber nicht mehr, wo das ist. Na egal. Da weiß ich jetzt auch nicht weiter. Wir machen einfach mal, die Regeln sind so geblieben, yep. Dann wollen wir mal loslegen. Auf jeden Fall um einiges komplexer als die Vorgänger. Ja, ich hätte ja gern Melee gespielt, aber mein Super Smash Bros. Melee ist kaputt. Welchen nehme ich denn? Ich weiß nicht. Ich habe bisher auch nur mit Link gespielt. Ich würde mal sagen Donkey Kong. Donkey Kong? Oh, da hat es aus dem Controller gebrüllt, obwohl ich den Sound ausgestellt habe. Gut, ich weiß es nicht. Fox. Da kam es bei mir auch aus dem Controller raus. Ja, ich bin bereit. Sollen wir Zufall machen, oder? Lass uns mal eine einfache Stage nehmen. Wir müssen uns ja erstmal einspielen. Genau. Was nehmen wir denn? Ich weiß es nicht. Hier. Das da? Okay. Er hat ausgesucht. Ich habe keine Ahnung, was er für Attacken drauf hat. Erstmal mit der Steuerung klarkommen. Also er... Oh, ich kann nicht abschießen. So, springen. Also... Oh, aua. Gehst du mal... Wow! Nein! Hoppala! So schnell geht das. So geht das, so. Eins ist auf jeden Fall Spezialangriff. Ja, ich halte ja den Controller anders als du. Mein Bruder hält den Controller quer und ich benutze noch das Nunchuck mit dazu. Ja. Oh, Feuerblume, wie hebe ich dich auf? Ganz professionell. So. Ja, ich laufe immer zu schnell. Was war das? Falsche Taste. Aua. Warte, ich will dich abflammen. Ah, jetzt habe ich's raus. Aua. Lass das. Guck mal, schon 107% hast du. Oh, meine Blume ist kaputt. Wollte ich gerade sagen, es dauert nicht mehr lange, dann ist die Batterie alle. So, erstmal weg damit. Aua. Aua. Jetzt lass das sein. Stark, aber langsam, ne? So. Wow. Ja. Haut da rein hier. Ich komm immer wieder. Wow. Nein, scheiße. Dafür hast du 143%. Auf. Fire. Der Controller macht sogar so zwischendurch Geräusche. Hörst du das? Nee, habe ich jetzt nicht gehört. Oh, mach dann.
Ah, jetzt hätte ich ihn nochmal nach oben schießen müssen. Nein, 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 nein! Mist! Kacke! Martin zieht mich voll ab! Ja. So, das war eine kleine Kostprobe, wie man das Spiel spielen sollte. So. Ja, so, wir sind erst noch im Training. Genau, ich nehme jetzt mal Pikachu. Pika, Pika! Oh, ich bleib mal bei den schwerfälligen. So. Das nervt mich, dass die Sounds aus dem Controller rauskommen, aber dagegen können wir gerade nichts machen. Jetzt suche ich mal ein Level aus hier. Oh, die Welt von Super Mario Sunshine, wie cool nehme ich. Ach so, yo. Yo! Isla, keine Ahnung. Delfino! Ah ja. Alter Delfino. So, erstmal gucken, was der so kann. Oh, sogar die Musik, wie geil! Oh, oh, nein, 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 was machst du denn, Pikachu? Ich sterbe nur... Ach nee, ich bin nicht runtergefallen. Ich bin nicht runtergefallen, haha. Dein Glück, dass jetzt gelandet ist. Ja. Ich komme mit dem Springen nicht gleich. Ich muss mit dem Steuerkreuz nach oben drücken zum Springen. Komm, 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 komm. Oh, hier haben wir eine Kiste, die mache ich mal kaputt. Hey. Oder... Oh nein. Wie schmeiße ich denn die Sachen weg? Was, was, was? Oh. Ah, alle beide haben es verplant. Was ist der denn? Ich habe ein Laserschwert. Boah, boah, boah. Was ist das? Gib mir das. Gib mir das doch mal. Scheiße. Ich muss darauf schlagen. Ich bin jetzt ab. Boah. What the WTF? Hey, wohin? Oh, Mama Mi! Nein! Wo bist du? Ich stand irgendwo zwischen dir. Das Level ist zu klein für uns. Für uns beide, du musst hier weg. Boah. Ich feier die Musik voll. Oh oh, das wird knapp. Wow, 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 wow. Was war das denn? Das war doch nicht ich jetzt, oder? Ich glaube nicht, weil du wurdest auch getroffen. Geh weg. Ich hab Angst. Ah, ein Herz. Halt, 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 halt. Oh. Yeah. Ja, komm doch her. Ja, komm doch her. Oh. Ich will dich mal packen und auffressen. Oh nein. Haha, jetzt hab ich gewonnen. Irgendwie. Aber nicht, weil ich gut bin, sondern weil du runtergefallen bist. Sondern weil ich schlecht bin, ja. Drück. Drück. Ach ja, ding, 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 ding. Drei, vier Mal drücken. Genau, so. Wen nehme ich denn jetzt? Yoshi ist ja so einer meiner Favoriten charaktermäßig, aber ich weiß halt nicht, wie er sich hier verhält. Auf den N64 habe ich ihn auf jeden Fall immer gern genommen, aber ich glaube, in den neueren Teilen war der nicht mehr so... Ich weiß nicht. Ich probiere ihn einfach aus. Kann ich auch seine Farbe irgendwo ändern? Weil hier ist Spieler 1. Nee. Ah! Wo ist denn Luigi? Luigi ist noch nicht freigespielt, falls man den freispielen kann. Ich bin ein gelbes Yoshi. Willst du deine Farbe auch ändern? Nee, lieber nicht. Lieber nicht. So, jetzt bist du wieder dran mit aussuchen. Guck mal, die ganz unten, dieses Schwarz-Weiß-Welt sieht auch interessant aus. Retro, was steht da? Pictochat. Das nehmen wir. Ja. Sieht ja gut aus. So, ich muss erstmal gucken, was ich so kann. Oh. Oh ja, wo will er denn hin? Hä? Weg da. So, nein, 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 nein. Oh. Ha, wie er mich fertig macht. Mit Diddy Kong ist cool. Tee. Was war das? Zack, zack. Was? Ach, die Blume! Die tut mir weh. Sieht aus, als wäre das im Hintergrund wäre, ne? Ja. Hier ist ein Blatt. Hey, wie kann ich denn die Sachen auf? So kann ich dich. Hebe ich die Sachen auf? Mist! Ein. Okay.
Ach, jetzt weiß ich auch, wie man Gegenstände aufhebt. Oh. Nein, 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 spring doch nicht runter. Er schießt die ganze Zeit in die falsche Richtung. Ich kann mich nicht umdrehen. Was hat denn jetzt die Uhr zu bedeuten? Das Level ist voll interessant, ja? Da ändern sich bestimmt gleich wieder die Gegebenheiten. Nee. Geh mal wieder an Yoshi ein. Nein! Pfui! Pfui! Ist weg! Aua. Wow, da war eine Bombe! Da war eine Bombe! Komm wieder her! Ey. Da war eine Bombe! Ich finde, wir sollten mal im Team spielen. Das ist eine gute Idee. Können wir machen. Mal die Computerintelligenz zeigen. Du musst drücken. Ding, ding, ding. Zack. Okay, das kriegen wir doch sicher hin hier irgendwie. So, Computer. Und wie ändern wir die Teams? Warte mal. Ich glaube, wir müssen erstmal. Mickrig. Ah, da wird das mit als Zufall auswählen. Warte. Moment. Ach, da steht doch irgendwas. Warte mal. So, und da ist der andere Zufallscomputer. Wer soll er sein? Meta Knight? Irgendwer, den verkloppen war. Irgendwer, den man gut verkloppen kann. So, jetzt sind wir aber nicht im Team. Nee, ich weiß nicht. Select? Nee, gibt's gar nicht, ne? Minus, Plus? Nee, Plus ist Start. Oh. Zurück. Wir müssen kurz mal schauen, wie wir hier die Teams einbinden machen. Computerlevel machen wir mal mager. Er ist Computerlevel 3, das ist okay. Hier ändert man ja so nur die Farbe. Ich glaube, man muss auf die Spieler gehen. Nee, es ist ja Computer keiner. Spieler 1. Ich weiß es nicht. Jetzt bin ich überfragt. Jo, ich auch. Nee, das ist die. Das sind die Leben. Roll, Teamkampf. Zack, zack. Perfekt. Wir sind so. Team Rot. Gegen Team. Was war das jetzt? Blau? Ich glaube ja. Guck mal, da ist ein Schweinchen. Da. Sollen wir das nehmen? Ja auch. Yoshi's Island. Geil. Ich spiele ja auch gerade Yoshi, das passt also. Schützt der sich einfach. Oh Gott! Dann verteidige deine Heimat. Ja, mach. Yoshi. Das krieg ich gar nicht durch. Ah. Ha! Will das nochmal machen? Wieso bin ich so langsam jetzt? Ich hab das aber auch gerade. Ich bin so langsam. Warum bin ich so langsam? Jetzt wieder normal. Ja. Den habe ich platt gemacht. Und der nächste. Freust du dich auch auf das neue Super Smash Bros. Für die Wii U? Auf jeden Fall. Ich werde mir das sogar vorbestellen. Wann kommt das vor? Am 7., ne? 7. Für November? Irgendwie November für die Wii U und für den 3DS kommt es, glaube ich, nächste Woche oder ist schon draußen, weiß ich gerade gar nicht. Ja, hör doch auf. Da wollte der dich platt machen, hast du gesehen? Er hat's getan. Eiskalt, er hat's getan. Oh, jetzt müssen wir schnappen. Man könnte sagen, wir spielen das hier quasi als Vorbereitung auf Super Smash Bros. Für die Wii U. Yeah! Jawohl. Und was kann ich jetzt damit machen? Oh, nicht. Irgendwas musst du drücken, dann macht B. Super. Wow! Alter! Ich kann fliegen! Hier unten, hier unten. Boah. Komm her, Kirby! Mach dich fertig! Der hat auf jeden Fall eine coole Fähigkeit. Oh, Bomben! Ah! Alle ausgenockt. Wir haben jeder nur noch ein Leben, ne? Ja.
Oh, oh. Meta Knight ist schon nicht mehr da. Ah, ne. Ja, stimmt. Das heißt, wir beide gegen den armen kleinen Yoshi. Kirby. Kirby. Ich bin Yoshi. Jetzt triff ihn schon. Ja, wir spielen hochhalten. Einmal du, einmal ich. Huch, daneben. Wo ist er denn jetzt? Da unten, da oben. Hier überall ist er. Der will nicht sterben. Nee, irgendwie nicht. Komm schon. Ich schieße jetzt nur noch auf den. So. Nö. Boah, war das knapp. Mal gucken, was der kann. Wow. Boah. Hey, was war das denn? Ich hab keine Ahnung. Aber wir haben gewonnen. Ich hab nur noch die Fetzen fliegen sehen. Supi. Alles klar. Nächster Kampf. Ja, jetzt mal gut vorbereitet. So. Diddy Kong ist auf jeden Fall schon mal gut. Ich möchte einen. Oh, ich hätte gern einen schwarzen Link. Dann nehme ich halt den grünen. Den hatte ich schon. Ja, entscheid dich. Der schwere. Ah, komm. Pika! Wenn schon, denn schon. Warte, jetzt bin ich jetzt Team. Nee. Moment. Das sind gar keine Teams. Wir sind gar kein Team, nee. Stopp. Das ist alle gegen alle. Nee, die sind beide im Team Blau. Ach so, dann muss ich der rote links sein, damit ich im Team Rot bin. Okay. Wir können auch Team Grün sein. Dann nochmal zurück. Total organisiert hier. Warte. Du musst weiter oben drauf auf ihn klicken. Also hier, jetzt hab ich's auch. Mit einem fashion Stirnband. So, welches Level? Entscheide du. Boah, das sieht alles so merkwürdig aus. Warte mal. Ich bin Pikachu, wir spielen im Stadion. So. Yo. Das Power-Stirnband. Wow, 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 wow. Na, komm her, komm her, komm her. Ja, da kennt er diese äußerst unfaire Attacke. Immer Donner, immer Donner. Nein, 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 nicht Fass. Lass das mit dem Fass sein. Wo bin ich? Da bin ich. Das ist hier gerade. Was ist denn hier los? Ich hab irgendwas Geiles gemacht. Ich weiß nicht was. Ich fliege von einer Ecke zur anderen. Aber wir haben schon wieder die gleichen Gegner genommen. Wir hätten vielleicht andere wählen sollen. Ja, die sind viel zu schwach. Wow. Nicht, weil die zu schwach sind, sondern weil es ja wieder die gleichen sind einfach. Wow, 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 wow. Bleib oben, Link. Bleib oben, Link. Special Move machen, ah. Nein. Was geht denn jetzt? Ah, ich kann das lenken. Cool. Nein, Link, bleib oben. Meine Güte, ich falle immer runter. Ich war's nicht. Ah, hier ist ein Laufband. Ah! Habe ich jetzt auch gerade erst gemerkt. Was ist das? Ich drück doch gar nichts. Hilfe. Oh, ein Wing, genau. Ich vergesse mal, dass Springen nach oben drücken ist. Ja, das ist etwas ungewohnt am Anfang, wenn man Super Smash Bros. Eine Weile nicht gespielt hat. Ja, vor allen Dingen das letzte Spiel mit dem GameCube-Controller, jetzt mit der Fernbedienung. Ich glaube, man kann Brawl auch mit dem GameCube-Controller spielen. Ich glaube auch. Nee, Classic-Controller Pro oder Classic-Controller. Ja, irgendwie sowas. Denke ich mal. Lässt du das wohl sein? Komm doch her, Kirby, komm doch her. Dann halt Meta Knight. Wow! Hä, was war das? Oh oh. Oh, ich hab's geschafft. War ich das? Ich bin weggeflogen. Ja, jetzt liegt's an dir, Martin. Ihr habt alle noch 2 Leben. Und ich schau fröhlich zu, weil ich zu blöd bin, das Spiel zu spielen. Ach, du bist ganz Game Over? Ja. Ach, du Schreck. Dann streng dich mal an. Ich hab Angst. Geht alle weg.
lassen die in Ruhe. Pikachu! Pikachu! Das rufen sie gleich, wenn ich die beide pulverisiert habe. Ah, guck mal, der macht sich schon allein vom Marker. Oh. Oh. Du musst auch auf den anderen Gegner achten. Ach ja. Ja, guck mal. Oh. Isst den Donut, isst den... Oh nein, jetzt hat Meta Knight ihn gegessen. Das macht nichts, ich schlag ihn jetzt und dann fliegt er weg. Weg ist er. Boah. So, jetzt haben alle nur noch ein Leben. Es bleibt spannend. Wird Martin es schaffen? Auf jeden Fall. Was ist das? Was ist das? Ich würde vielleicht nicht zu nah an den Rand gehen. Falsche Richtung. So, Pikachu gegen Meta Knight. Jetzt ist er weg. Wenn er jetzt wiederkommt, dann mache ich das nochmal und dann ist er voll. Los! Oh. Oh nein! Jetzt nimmt er nein! Okay, er hat das Ding nicht genommen. Dicka! So, Attacke! Wie er abgeht. Boah, ich kann das kaum kontrollieren. Ey. Ah, jetzt. Nice! Wir haben es geschafft. Nice! Grün ist ja auch die Farbe der Hoffnung. Wunderbar. Pikachu braucht keinen Trainer, der ist bodenständig. So. Oh. Oh. Was haben wir gemacht? Oh, wir können den jetzt freispielen. Das sieht mir ganz nach Ness aus. Ah. Und die Stage kennen wir doch auch aus Melee. Ja. Du musst alleine gegen ihn kämpfen. Ach, warum? Oh, oh. Schalt ihn frei! Bei diesen Freischaltungen bin ich immer voll aufgeregt gewesen. Ja, aber wenn man es verkackt, dann muss man wieder auf den Moment warten. Und diesmal ist es nicht anders. Ich habe Melee sehr gerne gespielt. Auf jeden Fall. Und ich bin auch gerade froh darüber, dass auch alte Level aus dem Spiel hier in Brawl erscheinen. Man kann echt nur auf das Neue gespannt sein, das... echt der Hit, denke ich mal. Ich glaube auch. Spielen wir das dann wieder zusammen? Klar, natürlich. So, streng dich an. Los. Ein aufgeladener Schlag muss richtig sitzen und dann... Oh, so wie ja, der. Ja, so wie der. Oh. Oh. Wo willst du denn hin? Ich weiß nicht genau. Ja, der will nicht. Der will dann verprügel ihn einfach so. Los! Das war doof, der soll wegfliegen. Oh, oh. Da kommen die Autos. 119%. Was ist das? Was zu essen war das, glaube ich. Ey, was macht der da? Ich möchte das mal nicht mehr beschreiben. Ah, die Musik ist auch cool. Naja, geht. Hört sich ja wie Weihnachtsmusik. Ja, aber halt so ein bisschen episch, weißt du? Das hört sich an wie Friede, Freude, Eierkuchen, Musik. La 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 la. So, jetzt habe ich ihn. Um die Epicness zu verstärken. Ja, okay, das jetzt nicht. Jetzt hau ihn schon auf die Fresse. Ich habe auch schon so viel Prozent. Ich brauche nur einmal treffen. Ah, da weg. Weg. Geht doch. Weg ist er. Stell dich nicht an wie eine Posse. Ness, der Junge mit den Psi-Kräften, ist den Kämpfen beigetreten. Wir haben einen Charakter freigeschaltet. Nicht schlecht. Nicht. Wo ist der denn jetzt? Wer ihn findet, darf ihn behalten. Ich hab ihn. Oh, da war er. So, ich möchte Mario und ich möchte Hebiger die Computer ändern. So. Jetzt bin ich Luigi, hahaha, nein. Du willst als Mario gegen die Prinzessin kämpfen, das ist ja... Ja, mach dich mal gleich rot. Schäm dich. Mach die Schrott. So. Los geht's. So, wir nehmen die Eldenbrücke. Ja! Ich habe ja kürzlich erst... Twilight Princess durchgespielt. Nicht, dass die verschwindet, so wie bei Zelda. Ja. So, Peach.
ich mag dich manchmal, eigentlich immer, und muss dich immer retten. Und dafür kriegst du jetzt aufs Maul, weil du dich immer entführen lässt, du Doofe. Piep. Ich schlag dich mit meinem Tüchlein. Oh, der hat, guck mal, hast du gesehen, der hat den... Was passiert hier? Da kommt jemand. Spring. Oh, oh. Spring. Oh. Sie verschwindet tatsächlich, aber Mario hat den Fleck weg, oder wie der hieß, aus Super Mario Sunshine. Guck mal. Jo. Dreck weg hieß der, glaube ich, ne? Sie haut vor mir ab. Ich habe ein bisschen Angst, darüber zu springen, weil ich dann in mein Verderben springe. Wir wollen den Kleineren zuerst zusammenschlagen. Hilf mir. Ich habe Angst. Schieß aus der Ferne. Ja, du kannst das wenigstens. Du auch. Oh. Du bist Super Mario. Ja, aber irgendwie habe ich noch nicht raus, wie man die ganzen Sachen hier macht. Ich glaube einfach, Ich finde die Attacke so geil. Ding. Wow, 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 wow. Wo bin ich? Hier bin ich. Der macht mich fertig. Los, komm her. Ah, oh. Ich muss auch loslassen irgendwann. Ja. Ey, wenn diese Donnerwolke explodiert, das fliegt er sofort weg. Oh, oder ich. Ich hab einen Superstern. Er kämpft mit einem Jojo, ey. Das ist ja unglaublich. Aua. Mit einem Jojo gegen Bowser, diesen Monsterdrachen. Oh, oh, spring. Was hab ich denn da für ein... Alle weg. Alle vier weg. Was hab ich denn da gerade für einen Sprung gemacht? Aber Bowser ist ganz weg. Jetzt bin ich drin. Komm schon her, du. Ekelphase. Das nervt voll, ne? Schieß mich mal selber ab. Muhaha. Das ist gut, jetzt muss ich nur noch jemanden treffen. Oh. Jetzt aber auch nicht. So. Jawohl. Ha! Wunderbar. Ich würde sagen, ein Level noch, oder? Ja. Alles klar. Aber stell mal das Handicap ein bisschen höher. Dann werden wir aber sterben. Du musst drücken. Die haben ja keine Schnitte gegen uns. Keine Schnitte. Okay, dann stelle ich den mal auf normal. Welchen hatten wir denn noch nicht? Und den, upsie. Soll ich derb machen oder auf schwach oder kühn? Ja, ich würde mal sagen, fies. Gesundes Mittelmaß, oder? Gesundes Mittelmaß, kühn? Ja. Okay. Nehmen wir mal den hier. Ash Ketchum. Nehmen wir mal Pit. Und wen noch? Lucas. Samus? Oder Sheik? Zelda? Ja, nur Samus. So, ich nehme Sheik. Der eine mit Pfeil und Bogen, der andere mit Laserpistole. Was hast du denn hier? Pokémon-Trainer, cool. Ach, alle möglichen. Ich weiß so, gar nicht, wie wir das müssen war. Ein episches Level wählen. Ich glaube, das war die einzige Figur, wo man mehrere Figuren spielen konnte. Ich weiß es nicht. Oder sollen wir mal Zufall machen? Ja, mach mal Zufall. Melee-Stages gibt's ja auch extra. Ah jo, das sind die aus dem alten Teil, ne? Jo. Ja. Coole Sache. Ah ne, das, das war gab's, doch... Das gab's doch in Melee nicht? Natürlich. Regenbogenraserei? Das ist die ganze Zeit da rumgeflogen, ja. Und da musstest du auf Wolken springen und hin und her und rechtzeitig wieder aufs Boot. Sollen wir das nehmen? Ja, das ist schön groß. Ich muss erst mal gucken, was ich mit ihr so alles machen kann. Oder mit ihm. Oder, oh. 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 Hallo. Hallo. Sie ist ein bisschen blass, ne? Ein bisschen. Wer bin ich denn? Shiggy.
Wo? Ach, hier bin ich. Wie kann ich mich denn verwandeln? Ah, was hab ich denn jetzt? Wo bin ich da? Jetzt bin ich Sheik! Sheiki! Ach, hier hinten bin ich. Ich vergesse manchmal, wo ich bin. Und du stehst da oben einfach als Pokémon-Trainer und benutzt die Pokémon zum Kämpfen. Das ist voll geil. Die müssten jetzt auf den Trainer losgehen und den voll zusammenschlagen. Oder ich hau den. Nein. Geht nicht. Was? Aha, jetzt weiß ich, wie ich wechseln kann. Jetzt bin ich dieser Sam, oder? Nee. Was mache ich hier oben eigentlich? Versuch's doch. Wieso sitze ich da so auf dem Boden? Was ist los? Ah! Was macht sie denn? Ich möchte lieber Sheik sein. Nee, das ist gar nicht Bisasam. Das ist Bisaflor. Das ist Bisaknosp? Bisaknosp? Ja, ja doch, Bisaknosp. Oh, ich greife dich gerade an. Komm schon. Ich muss ein bisschen klarkommen mit ihr. Ich muss aber auf jeden Fall eine andere Figur nehmen hier. Wen haben wir noch? Wer ist das? Glurak. Glurak, yeah. Was machst du denn da oben hier? Hä? Was machst du hier? Ich flatter davon. Aua. Samus, lass das. Wow. Hier geblieben. Wo bin ich da? Komm doch her, Samus. Samus haut vor mir ab. Wow. Das jetzt in die andere Richtung, bitte. Yeah. Hab Samus besiegt. Saubere Arbeit. So. Wollen wir mal gucken, dass wir die beiden platt machen. Die haben nur noch 2 Leben. Wir haben beide noch 3. Gucken wir unsere Prozente. Die brauchen uns nur einmal übel treffen. Dann sind wir weg vom Fenster. Gewesen. Ja. Wow, da fliege ich schon ganz schön weit. Der fliegt vor mir weg die ganze Zeit. Wow, jetzt okay. Hat mich erwischt. Das hat dich erwischt. Oh. Was ist das zur Hölle? Noch ein Pokémon. Ist das unseres? Nein! Meins ist es nicht, es stößt mich weg. Oh, meins dann auch nicht. Nee, mich stößt es auch weg. Geh weg. Ich stürze ab. Boah! Kommt her, kommt her, kommt alle her. Nein! Ach, scheiße. Ich hab's voll verkackt, Martin. Du bist tot? Ja. Ganz tot? Ja. Nein. Ich hab's verkackt. Tu uns das nicht an. Da kann nur noch Shiggy helfen. Shiggy! Wie süß er ist. Herr rennt rum. Shiggy. Hier kommt Shiggy. Schmeiß ihn runter. Shiggy. Oh. Jetzt ist er weg. Yeah. So. Aber da war auch noch eins. Ja, guck mal, was Samus da unten macht. Der chillt da voll rum. Der hat Angst. Der hat Angst vor Shiggy. Zack. Oh. Vielleicht kannst du es mit Items ein bisschen versuchen. Oh. Oh nein. Ah, ich habe ja noch ein Leben. Kein Problem. Nimm die. Oh, jetzt hat Samus das Shield. Alles kein Problem. Die Shell meine ich, nicht Shield. Shell. Ist doch alles offen. Zack. Glurak. Wie Ash da einfach rumsteht, ne? Ja, der ist ganz gechillt. Ja. Der denkt sich, lass mal meine Sklaven hier arbeiten für mich. So. Das ist der eigentliche Sinn von Pokémon, Sklavenhaltung. Ja, die Kämpfe für die, die reiten auf den, die armen Viecher. Von wegen Freundschaft mit Pokémon, na klar. Verschwörungstheorien hoch 10. Das sind die reinsten Kampfmaschinen, für nichts anderes. Das siehst du ja auch hier, zack. Oh. Ich muss mal andere Angriffe machen. Ich mache immer nur dasselbe. Ja, viel Auswahl hat man da auch nicht so wirklich, oder? Ja, man kann auch gedrückt halten. Rechts, links, oben, unten und A oder B.
Nee, eins oder zwei meine ich. Ja, in meinem Fall A oder B. Weil ich ja mit Nunchuck spiele. Momentan spiele ich gar nicht, aber was soll's. Seite und ja! Nur noch Samus, Baby. Ach, jetzt sehe ich auch, was der da macht. Der zertrümmert einen Stein mit seinem Kopf. Platsch. Ach so. Attacke! Brennen! Oh. Oh oh, das ist eng. Aber schöne Nahaufnahme. Vielleicht sollte ich ihn mal packen. Bin ich nervös? Jetzt habe ich. Ja, beiß, beiß, beiß! Du kommst hier nicht mehr hoch. Ha! Kommst du nicht rein? Ha, ha. Lass ihn nicht mehr hier hin. Oh, er kann nicht mehr so gut Feuer spucken. Jetzt geh endlich drauf, oh nein! Nein! Nein, Martin! Nein! Wie konnte ich nur? Nein! Nein! Oh Mann! Ja, den letzten Kampf leider als Verlierer bestritten. Ja, und das auch noch auf Band. Auf Band! Sehr schön. Oh Mann! Ja. Aber wir haben uns doch gut geschlagen, oder nicht? Allerdings. Gibt's dafür, dass wir es so lange nicht mehr gespielt haben. Auf erste jeden Sahne, würde ich sagen. Ja, das war's dann heute für den Casual Games Sunday. Schön, dass du dabei warst, Martin. Gern, immer wieder. Oh. Jeden Sonntag jetzt mit Martin. Nein. Und naja, mal gucken. Ja, ihr könnt uns oder mir noch Vorschläge für weitere Spiele für den Casual Games Sunday unten reinschreiben, da ist so eine Liste verlinkt, ein Formular in der Videobeschreibung, da steht Vorschläge Casual Games Sunday dran. Und dann bis nächsten Sonntag oder in einem anderen Let's Play. Tschüss. Tschüss.